bin Markus und Strandkorbvermieter in Timmendorfer Strand. Also, um den Strandkorb nutzen zu können, hole ich mir vom Strandkorbvermieter den Schlüssel und schließe den Strandkorb auf. Klappe ihn in meine gewünschte Liegeposition, ziehe die Fußbretter raus, klappe den Tisch auf, stelle meinen Kaffee rauf und genieße den Tag. Der Strandkorb hat sich in seiner ursprünglichen Form in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Wir haben heute nach wie vor das Grundgestell und das, was man so offen sieht, aus Holz. Aber das Geflecht ist heutzutage aus Kunststoff, nicht mehr aus Naturrattan. Zu Beginn waren die mit Stoff ausgeschlagen. Heute hat man den Stoff eher noch zu Hause in Strandkörben auf der Terrasse. Am Strand ist es ein mit Kunststoff, weil es eben einfach auch viel besser sauber gemacht werden kann und auch dadurch hygienischer ist. Vielleicht sind heutzutage die Sitze etwas besser gepolstert. Ansonsten hat sich von der Grundart des Strandkorbs in den letzten 100 Jahren nichts geändert. Es gibt ja mittlerweile auch nicht nur den Standardstrandkorb, wie man ihn überall kennt, sondern es gibt mittlerweile auch verschiedene Modelle. Zum Beispiel einen Ganzlieger, den man ganz eben umklappen kann wie eine Liege. Dann kann man auch noch ein besseres Schläfchen darin machen in der Sonne. Es gibt auch für die, die mehr Platz haben möchten oder zu dritt sind, den praktischen Dreierstrandkorb. Ich habe verschiedene Farben, weil Sachen wie Klamotten und so weiter verschiedene Trends und Vorlieben sind. Aber ein Grund ist auch, weil ich Strandkörbe auch verkaufe und jeder möchte zu Hause eine andere Farbe haben. Der eine möchte blau-weiß, der andere grau-weiß oder rot-weiß, grün-weiß oder gelb-weiß. Der Strandkorb bietet natürlich nicht nur die Möglichkeit, sich da drinnen zu sonnen, sondern auch gerade hier an der Ostsee, wenn wir mal wieder starken Ostwind haben, ist er natürlich auch hervorragender Windschutz, um gleichzeitig da drinnen trotzdem die Sonne zu genießen. Er bietet natürlich auch, wenn es mal einen Schauer gibt, Schutz vor Regen. Dann klappe ich ihn einfach zu, setze mich rein, nehme mein Buch und kann trotzdem den Tag im Strandkorb genießen. So, jetzt ist Schluss, Leute.